verblüffender Vorgang in der Arbeit dieses Untersuchungsausschusses. Offensichtlich sind über viele Jahre hinweg bei der Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes auf Verlangen der Amerikaner, namentlich amerikanischer Geheimdienste, Suchbegriffe verwendet worden, die eigentlich nicht hätten verwendet werden dürfen. Suchbegriffe, die massiv gegen deutsche und europäische Interessen verstoßen. Das ist in der Tat ein sehr gravierender Vorgang, wenn sich das bewahrheitet. Wir sind momentan zusammen mit der Bundesregierung in der Sachverhaltsermittlung. Das heißt, es ist auch derzeit zu früh, zu einzelnen Details konkret Stellung zu nehmen, weil der Sachverhalt noch nicht abschließend geklärt ist. Aber Tatsache ist auch, dass dieser Untersuchungsausschuss mit seiner Arbeit überhaupt der Anlass war, dass diese Aufklärung ins Rollen gekommen ist. Wir stehen jetzt am Anfang dieses Aufklärungsprozesses und wir werden alles dafür tun, dass jetzt sehr zeitnah mit den entsprechenden Zeugen und mit dem entsprechenden Aktenmaterial dieser Untersuchungsausschuss Licht in das Dunkel bringen kann. Wir haben insgesamt zwei wesentliche Komplexe meines Erachtens aufzuklären. Zum einen, wenn sich das bewahrheitet, was veröffentlicht wurde, dann haben wir es hier mit einem Organisationsverschulden im Reihen des Bundesnachrichtendienstes zu tun. Wir haben auch die Frage im Raum, wie effizient die Dienst- und Fachaufsicht und die Rechtsaufsicht des Bundeskanzleramts in diesen Fragen überhaupt funktioniert. Offensichtlich ist das Bundeskanzleramt über diese Vorgänge lange Zeit nicht informiert gewesen. Das ist umso befremdlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass wir natürlich im Zeitablauf erhebliche Zäsuren hatten. Wir hatten die Veröffentlichungen von Edward Snowden und wir hatten spätestens im letzten Jahr, im März 2014, mit der Konstituierung eines Untersuchungsausschusses zu diesem Thema im Deutschen Bundestag, hatten wir eine Situation, wo jeder Mitarbeiter im Bundesnachrichtendienst sensibilisiert hätte sein müssen, dass diese Themen nach oben gemeldet werden müssen. Dass dies offensichtlich nicht passiert ist, wirft sehr, sehr viele Fragen auf und das ist ein ganz wesentlicher Komplex, dem wir uns hier widmen werden. Das andere ist die Frage, was wir davon zu halten haben, wenn unsere amerikanischen Partner beteuern, dass eben keine Wirtschaftsspionage gegenüber befreundeten Ländern wie Deutschland und anderen europäischen Mitgliedstaaten stattfindet. Dies kann passieren, dass wir aufgrund dieser Aufklärungsarbeit, die jetzt ansteht, dass das in einem ganz neuen Licht zu bewerten ist. Wir hatten im Rahmen unserer Arbeit im Ausschuss schon öfters diese Vermutungen. Es gibt auch Anhaltspunkte in unserer bisherigen Arbeit hierfür. Aber wenn wir jetzt sehen, dass offensichtlich gezielt auf Suchbegriffe immer wieder versucht worden, in die Fernmeldeaufklärung des BND einzuspeisen, die genau dieser Zusage der Amerikaner, man würde keine Wirtschaftsspionage betreiben, gegen Deutschland widersprechen, dann ist das natürlich ziemlich starker Tobak. Und dann ist das auch etwas, was einer politischen Erörterung auf höchster Ebene hinzugeführt werden muss. Das werden Forderungen sein, die sich dann aber erst konkretisieren, wenn wir unsere Aufklärungsarbeit gemacht haben. Dies ist jetzt auf dem Programm des Untersuchungsausschusses. Das bedeutet auch, ich gehe davon aus, dass wir bereits in der nächsten Sitzungswoche von Seiten der Regierung die einschlägigen Mitarbeiter benannt bekommen, die wir als Zeugen vernehmen werden. Und wir werden alles tun, dass wir auch vor der Sommerpause bereits erste Ergebnisse zu diesem ganzen neuen Komplex liefern werden können. Und okay. Ich kann sagen, es gibt Hinweise auf den Versuch der Wirtschaftsspionage. Ich kann zum Umfang derzeit nichts Seriöses sagen. Allerdings die Tatsache, dass offensichtlich hier solche Suchbegriffe eingespeist worden sind und dass sie auch trotz einer Prüfung von Seiten des BNDs am Ende tatsächlich auch in die Überwachung Eingang gefunden haben, sind zumindest starke Indizien, die es möglich machen, dass hier tatsächlich Wirtschaftsspionage betrieben wird. Man muss das Ganze einer Bewertung unterziehen am Ende. Natürlich kann Wirtschaftsspionage auch bedeuten, dass man sich auf Unternehmen konzentriert, die beispielsweise im Proliferationsbereich tätig sind. Wir werden hier versuchen, eine entsprechend differenzierte Sichtweise zu entwickeln und werden dann auch die Öffentlichkeit über diese Ergebnisse sehr zeitnah aufklären. Welche Erkenntnisse haben Sie denn heute von offizieller Seite bekommen, wer denn was gewusst hat und warum es denn so lange gedauert hat, bis Sie und auch das Kanzleramt denn irgendwas erfahren haben? Wir haben als Untersuchungsausschuss
Gestern zum ersten Mal sind wir darüber informiert worden. Wir hatten heute aufgrund der Veröffentlichung in den Medien noch einmal ein Gespräch mit Herrn Staatssekretär Fritsche zu diesem Thema. Und es ist derzeit so, dass mein Eindruck der ist, dass auch auf Seiten der Regierung, auf Seiten des Bundeskanzleramtes intensive Ermittlungsarbeiten und Nachforschungsarbeiten stattfinden, die derzeit noch nicht beendet sind. Ich kann das auch nachvollziehen, weil das durchaus komplexere Sachverhalte sind. Hinzu kommt, dass wir natürlich bei der Frage, wenn es wieder um Informationen geht, die ursprünglich von Seiten der Amerikaner kommen, wir in ein Konsultationsverfahren gehen müssen. Das heißt, die amerikanische Seite ist, das ist nun mal die Rechtslage, die in diesem Zusammenhang existiert, zu befragen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass am Ende die Regierung eine eigene Entscheidung zu treffen hat, was sie an Unterlagen uns vorzulegen hat. Und darauf werden wir auch drängen, dass das zügig der Fall ist. Und wenn die Regierung ein Konsultationsverfahren vorschaltet, dann hat es eben genauso zügig abzulaufen. Ist es nicht vielmehr ein Versagen der Bundesregierung als ein Unterlassen des Bundesnachrichtendienstes, dass sie nicht von sich aus proaktiv diesen Sachverhalt schon längst aufgeklärt hat? Die Selektoren waren ja kein neues Thema, das muss doch lange bekannt gewesen sein. Und man wundert sich ja schon, dass jetzt 2 Jahre nach Edward Snowden sozusagen völlige Überraschungen im Bundeskanzleramt herrschen sollen. Nun, wir sind in diesem Ausschuss immer wieder für Überraschungen gut. Ja, und das habe ich, glaube ich, seit der Konstituierung auch selber gelernt. Und das werden wir auch in unserer weiteren Arbeit, denke ich, noch mehrfach erleben. Der entscheidende Punkt ist der. Offensichtlich ist es beim BND so gewesen, dass auf einer sehr operativen unteren Ebene dieser ganze Themenkomplex abgeschirmt wurde und nicht nach oben durchgegeben wurde. Wir werden jetzt ermitteln müssen, welche Ebenen informiert worden sind, wann sie informiert worden sind, über welchen Umfang sie informiert worden sind. Und dann werden sich natürlich auch in diesem Zusammenhang andere Fragen stellen, nämlich Fragen, ob es hier zu einem Organisationsverschulden gekommen ist, ja oder nein. Das sind Dinge, die wir aufklären werden und ich gehe davon aus, das ist nicht nur ein parlamentarisches Aufklärungsinteresse, das ist auch ein Aufklärungsinteresse der Bundesregierung. Zumindest habe ich die Vertreter der Bundesregierung, die wir bisher zu diesem Komplex gesprochen haben, auch so verstanden und das wird sehr zügig ablaufen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, für uns als Linke ist dieser Vorgang, der heute in der Presse zu lesen ist, ein Spionageskandal, der seinesgleichen sucht. Und wir fordern 4 Konsequenzen in dieser Situation. Zum einen, dass der BND-Präsident Herr Schindler zurücktritt. Ich sage das sehr deutlich. Im BND gibt es anscheinend Informationen und Vorgänge, die gegenüber der Rechts- und Fachaufsicht im Bundeskanzleramt verschwiegen werden. Das muss Konsequenzen haben. In der Vergangenheit gab es parlamentarische Anfragen zu diesen Vorgängen. Möglicherweise wurde auch das Parlament unrichtig informiert. Es steht auch im Raum, dass Zeugen, die vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt haben, nicht vollständig die Wahrheit gesagt haben. Und wir denken in dieser Situation insbesondere auch, was die Missachtung der Rechte des Parlaments angeht, muss es eine personelle Konsequenz geben. Zum Zweiten, das Bundeskanzleramt ist die Behörde der Rechts- und Fachaufsicht. Und da müssen wir ein Organisationsversagen feststellen. Das Mindeste, was wir jetzt vom Bundeskanzleramt erwarten, ist, dass sämtliche in Frage kommenden Beweismittel, nicht nur für die Arbeit des Untersuchungsausschusses, sondern auch mit Blick auf die Generalbundesanwaltschaft, vollständig gesichert werden. Es muss ausgeschlossen werden, dass Dokumente oder Dateien vernichtet sind oder werden, die gegebenenfalls Aufschluss geben über das Ausmaß der in Rede stehenden Spionagevorwürfe. Drittens, ich habe die Generalbundesanwaltschaft eben schon erwähnt, Sie wissen, dort wird ein förmliches Prüfverfahren derzeit durchgeführt. Wir erwarten, dass der Generalbundesanwalt dieses sofort umwandelt in ein Ermittlungsverfahren und sämtliche in Rede kommenden Straftatvorwürfe prüft. Da sind die Bereiche natürlich der Spionage zu erwähnen, aber es könnte sich auch um Landesverrat und andere Dinge handeln. Und zuletzt, und das ist mit Blick auf den Untersuchungsausschuss zu sagen, wir selbst sind gefordert als Untersuchungsausschuss. Wir können natürlich heute zu
Recht sagen, ja, wir haben gut gearbeitet das letzte Jahr. Wir haben diesen Skandal ans Licht gebracht. Aber jetzt muss unsere Aufgabe sein, dass wir in einer der nächsten Sitzungen diesen Vorgang tatsächlich auch der parlamentarischen Aufklärung zuführen. Und das heißt, wir wollen sämtliche in Frage kommenden Zeugen benannt bekommen von BND und Bundeskanzleramt. Wir wollen zum anderen die zugrunde liegenden Dokumente, die sogenannten Selektorenlisten, einsehen können und uns dann auch auf die Zeugeneinvernahme sachgerecht vorbereiten. All dies zusammengenommen sind viele Einzelforderungen, aber man kann sie auch noch mal, ich denke, ein Stück weit zusammenfassen. Was für uns heute tatsächlich sehr klar geworden ist, ist, dass wir ein Problem haben mit Geheimdiensten in diesem Land. Sie führen ein Eigenleben. Es gibt dort anscheinend Organisationsbereiche, die sich abschirmen, die sich der Kontrolle sowohl der Behördenleitung als auch der Rechts- und Fachaufsicht entziehen, die eine parlamentarische Untersuchung oder aber auch den Kontrollpflichten des Parlaments zuwiderlaufen. Und ich glaube, wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten darüber reden, Gesetze anzupassen, das steht ja im Raum, auch nach dem, was wir in der Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses all die Wochen bearbeitet haben, dann geht es nicht um Kosmetik, dann geht es nicht darum, die Auslandsüberwachung, die massenhafte Erfassung zum Beispiel von Daten von nicht deutschen Bürgern und Bürgerinnen, Europäern, Europäerinnen oder anderen Staatenangehörigen in Zukunft zu legalisieren, sondern es muss darum gehen, tatsächlich diesen Dienst zu begrenzen und zu kontrollieren. Das muss tatsächlich dann auch Aufgabe der Legislative sein. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns als Parlamentarier und Parlamentarierinnen heute vornehmen müssen. Gehen Sie davon aus, dass diese Selektoren tatsächlich alle eingesetzt wurden? Wir gehen davon aus, dass ein Teil der Selektoren auch eingesetzt wird. Können Sie noch mal erläutern, wie weit es sich um Landesverrat und Spionage handeln könnte? Es könnten ja nicht nur europäische Unternehmen betroffen sein, sondern auch deutsche Unternehmen, die auch im Bereich von relevanten Sicherheitsinteressen tätig sind, wie zum Beispiel im Bereich der Entwicklung von Rüstungsgütern oder aber auch im Bereich von Industriegütern, die im Bereich zum Beispiel des Militärs eingesetzt werden können, tätig sind. Und dann sind wir auch in Bereichen, wo es darum geht, dass virulente Interessen auch sozusagen des Staates betroffen werden. Ja. Was macht für Sie denn plausibel, dass die Bundesregierung tatsächlich nichts davon gewusst haben will? Gibt es Anhaltspunkte dafür? Das könnte doch auch eine wunderbare Schutzbehauptung sein. Diese Frage, wer wusste im BND, im Bundeskanzleramt und der Bundesregierung was, ist genau das Thema, was wir dann hier in die Beweisaufnahme einer der nächsten Sitzungen einführen wollen. Weil ich sage mal, wir haben jetzt eine Erzählung zu diesem Vorgang gehört. Wer sich mit der Aufklärung von Vorgängen im Geheimdienst befasst, weiß, dass es möglicherweise noch andere gibt. Und Aufgabe für uns als Untersuchungsausschuss ist tatsächlich zu klären, durch die Zeugeneinvernahme aller derjenigen, die damit zu tun haben, möglicherweise auch derjenigen, die wohl jetzt auch im Haus selbst sozusagen mit der Aufarbeitung betraut sind, diese Vorgänge zu klären. Eine Selbstrevision aus dem BND heraus, glaube ich, wird nicht funktionieren. Wir brauchen tatsächlich jetzt das Parlament, um dort Licht ins Dunkel zu bringen. Danke. Ich möchte nur noch einen Punkt hinzufügen, weil ich den vorhin auch schon mal gedacht habe. Glaubwürdig, nicht nur des Bundesnachrichtendienstes, sondern des Bundeskanzleramtes, ist in Frage gestellt, und zwar dramatisch. Der Bundesnachrichtendienst hat das Parlament und einzelne Abgeordnete nicht belogen. Der Bundesnachrichtendienst wusste, dass die NSA deutsche Gesetze, Vereinbarungen mit Deutschland gebrochen hat. Das ist unstreitig. Der Bundesnachrichtendienst hat trotzdem mitgemacht und nach außen immer wieder erklärt, die NSA halten sich an deutsche Gesetze. Es gäbe überhaupt keinerlei Grund, daran zu zweifeln. Das ist ganz einfach die Unwahrheit und nicht wahr. Das heißt, man kann weder der NSA noch dem Bundesnachrichtendienst bei allen ihren Versicherungen glauben. Und das ist ein großer Schaden für den Parlamentarismus und für die Demokratie. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass die vielleicht mal fünf gerade sein lassen. Aber dass die uns in dem Maße das Gegenteil von dem erzählen, was wahr ist, das habe ich so nicht für möglich gehalten. Vor allen Dingen auch so dumm, weil es rauskommen kann. Und hier ist es rausgekommen. Und wir wissen jetzt,
dass all die Beteuerung bis in die US-Spitze der Administration immer wieder aufgestellt worden ist, dass man an wirtschaftlicher Spionage keinerlei Interesse habe, dass es um Terroristen geht, um Terrorismus geht. Das ist offenbar alles so nicht wahr. Und deshalb weiß ich nicht, wie wir mit den bisherigen Auskünften umgehen. Ich kann nur hoffen, dass in erster Linie das Kanzleramt und die BND-Spitze uns nun helfen bei dem Sortieren, was war Lüge und was war Wahrheit, was wir gehört haben. Guten Tag. Auch für die Unionsfraktion sind die Vorwürfe, die im Raum stehen, erheblich. Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst. Sie gehören zum Kernbereich unseres Untersuchungsauftrags. Deswegen wollen wir dem auch nachgehen und die Vorwürfe untersuchen. Insbesondere muss zu klären sein, ob die Versuche tatsächlich zu einem Erfolg geführt haben, ob tatsächlich ein Schaden eingetreten ist. Wir werden unseren Plan der nächsten Wochen daher umwerfen müssen. Wir werden zeitnah Zeugen hören müssen, die zu den Vorgängen Auskunft geben können und natürlich auch die erforderlichen Unterlagen dazu einbringen müssen. Das haben wir der Bundesregierung gegenüber auch deutlich gemacht. Wir haben die Zusage, zeitnah eingebunden zu werden, und wir gehen davon aus, dass die Bundesregierung jetzt auch alle Maßnahmen ergreift, zur Aufklärung des Vorgangs beitragen und dass vor allem auch alle Maßnahmen, die zur Ausführung der Fachaufsicht notwendig sind, ergriffen werden. Glauben Sie denn, dass die Herren Schindler, Ritsche, Altmaier das mit dem BND im Griff haben? Den Eindruck habe ich schon gewinnen können, ja.